schon nur das Herz drin setzen. Es hat doch gerade mehr das Herz drin. Eingesteckt. Von Blut bedeckt. Gott, das stinkt. Ich wage mich nicht, das Laken wegzunehmen. Doch. Eine Morphinfläschchen heilt kleinere Verletzungen. Alles klar, nehmen wir mit. Verfick dich, Kreuztaste! Wo ist denn bei der verfickten PlayStation die Kreuztaste? Merci für die Bits. Mann! So, wir haben jetzt schon was drin, das Verletzungen heilt. Drücke die Kreuztaste, damit da aufsteht. Out of order. Scheint sich elektronisch öffnen zu lassen. Okay, dann gehen wir mal raus und weiter geht's, ne? Das geht nicht an mir los, das bin ich selber schuld. Warum steht da nicht? Gleich passiert hier. Hier geht's ja nicht ewig lang so ruhig weiter. Ach, wenn das mir gerade lieb wäre. Schön atmosphärisch gemacht. Die Schatten, gucken euch alle mal die Schatten, ne? Das ist schon richtig geil gemacht. Wie sie so mitwandern. Oh, eine Karte. Oh yeah. Karte. So, wo kann man die Karte angucken? Dokumente, hier. Was ist das? Ich bin jetzt im Untersuchungszimmer. Ist das die Stelle, wo ich stehe? Hier ist eine Leiter. Ah, you stay here. Ah, alles klar, okay. Dann gehen wir mal weiter. Wir waren jetzt im Wartezimmer. Dann gehen wir jetzt die Treppen hoch. Neugeborenenraum. Och, Entbindungsraum. Oh, was? Oh, nein. Oh, nicht, keine Babys. Bitte nicht. Oder die Treppen runter. Kann man gehen jetzt einfach mal die Treppen hier runter. Kinder und Babys in Horrorspielen sind so schlimm. Hör mal auf, ich piss mir gleich in die Buchs. Kann ich jetzt hier auf die Karte gucken? Aber das Feuerzeug scheint mal unendlich zu sein. Das ist wenigstens mal gut. Bin ich jetzt hier runter? Ah, jetzt bin ich... Kann ich umblättern? Ah. Hä? Drehen. Runter und R. Was will der von mir? Bin ich nochmal schwer vom Begriff? Ne, drücke den R-Button. Ich drücke den R-Button, aber nichts passiert. Ach, ich kann auf R die Karte schnell aufrufen. Jetzt Hammer's. Jetzt geht's wieder los. Wo ist dieser R-Button? Oh Mensch, Leute. Okay, wir haben nochmal Munition, Grit. Munition bedeutet aber auch irgendwann, dass es hier zum Kampf kommt. Eine Krankenakte. Dr. Williams Wildberger. Da die Gesundheit der Patientin extrem angeschlagen ist und der Transfer ihren Zustand verschlechtern könnte, würde ich mich gegen die Überstellung in das neue Hospital aussprechen. Die Patientin leidet unter Herzinsuffizienz und benötigt eine sofortige Transplantation. Die Patientin verstarb um 23.34 Uhr. Aufgrund eines Herzstillstandes zum Zeitpunkt ihres Todes hielt sie ein metallenes Objekt fest in der Hand. Wegen des schnellen Eintretens der Totenstarre konnte ich es nicht aus ihrer Hand entfernen. 23.34 Uhr, das merken wir uns mal. Ja.
eine Sechskantmuffe, der Griff fehlt. Es fehlt die. Da haben wir vorhin auf jeden Fall einen Türgriff dazu gesehen. Zur Sechskantmuffe. Keller Ost. Keller Ost. Was war das für ein ekelhaftes Vieh? Oh nein, ich will nicht. War da schon hin sollen? Ich glaube nicht. Och, ist das ekelhaft. Okay, wir haben nur eine Karte. Verstümmelt. Boah. Na, wenn, Tino, wenn. Boah, leck, Leute, ich hab übelst die Hosen voll, ne? Das ist eigentlich schlimmer als ein Ego-Shooter-Game. Sorry, Alter, ich hab's aufploppen gesehen. Ich bin so mies. Ich mach jetzt zu. Ich hab's aufploppen gesehen, er hätte mich gerit, aber es ist gerade so im Augenwinkel. Ich hab's jetzt zu, jetzt sehe ich nichts mehr. Aber ich hab die Hosen voll, der hätte mich gerit, wenn ich's nicht gesehen hätte. Merci für die Bittis, mein Guter. Wo geht's lang, ne? Ich geh mal wieder rüber. Ich hab Donut Run, ja. Am Arsch Not Run. Ich renne gleich. Ich brauch erstmal eine Waffe. Ja, ich hab hier noch gar nichts, ne? Hat der Schatten gerade nach mir gegriffen? Ich fühle mich hier auch nicht wohl. Das gebe ich zu, aber ich. Das Spiel wird mich ja wohl nicht ins Nichts rennen. Renn weg! Renn doch weg! Oh, ist das so ätzend? Ist das so ekelhaft? Die Alarm sind immer so asozial laut, da krieg ich immer noch mehr Schiss. Merci für die Bits. Oh, Alter, wo geht's jetzt lang? Ich geh mal da oben lang. Judith und Holofernes, gemalt im Jahr 1602. Caravaggio. Warte mal kurz. Moment. So? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Hallo, mach's doch mal auf. Mann, was ist denn das? Wunder an der Schnitt, was ich hier gerade mache. So. Es zeigt die Enthauptung des syrischen Generals Holofernes durch Judith in seinem Zelt, nachdem sie ihn bezürzte. Die Reproduktion dieses Caravaggio-Werks ist herausragend. Sieht beinahe wie das Original aus. Entschuldigung, ich habe voll Schluck auf. Ich versuche schon zu unterdrücken. Okay, kommen an dem Dorm-Monster kommen wir mal nicht vorbei. Ne? Wir haben noch keine Waffe, nix. Zum Glück kommt uns das nicht durch irgendwelche Türen hinterher. Kam ich daher? Was ist denn das? Der Griff bewegt sich über das Schlüsselloch. Nicht. Was? Über dem Schlüsselloch befinden sich Symbole. Menschen, Bienen, Aliens? Okay, es ist ja ein Rätselspiel, ne?
Er winkt wenigstens freundlich schon, was hier nochmal typisch so abweisend. Nee. Nee. Ich bin eine Frau. Muss ich mich erst überzeugen. Naja, servus. So, ich kann hier, glaube ich, weiß es nicht. Wir gehen mal zurück. Jetzt gehe ich ja. Ich weiß halt nicht. Ah ja, genau, hier hoch. Wir waren hier im Wartezimmer. Och, Mann! Das Untersuchungszimmer. Wir müssen uns hier mal ein bisschen umgucken. Private Toilette. Mal versuchen, auf die Toilette zu gehen. Waren wir doch schon, oder? Echt? Gehen wir nur mal rein und raus. Das ist wirklich übel. Ah, hier sind wir herkommen von der Toilette. Ah, hier sind wir herkommen. Ob da noch was glitzert oder blitzert? Nee. Und sonst haben wir auch nichts mehr krit. Wir brauchen noch einen Schlüssel oder sowas. Wo man die Bit drauf machen kann. Nein, hier war auch nichts. Nur die Puppe, die uns das Feuerzeug gegeben hat. So, jetzt stehe ich hier. Jetzt kann ich ins Wartezimmer wieder gehen. Dann gehen wir mal rüber wieder ins Wartezimmer. Ich jetzt in die falsche Richtung von dem Vieh weggerannt. Wir müssen da jetzt wieder zurück. Was ist das? Laut jüngster archäologischer Entdeckungen auf der Insel Winter Lake lebte der Tismuid-Stamm bereits über 500 Jahre auf dieser Insel, bevor er von europäischen Siedlern entdeckt wurde. Als Beweis gilt ein uralter unterirdischer Friedhof oder tief in einer Kaverne an der Küste der Insel gefunden wurde und auf das 10. Jahrhundert datiert. Okay, alles klar. Mehr als 286 Skelette von 10-jährigen Kindern wurden bislang in den unterirdischen Friedhof freigelegt. Sämtliche Knochen wurden paarweise begraben. Experten vermuten, dass es sich jeweils um Zwillinge handelte. Widerlich, das haben wir vorhin gerade gesehen. Ah, hier war das mit dem... Ah, das elektronische Schloss. Out of order. Das ist mies, das tut mir jetzt leid, mein Bruder. Das passt nicht. Wie das passt nicht? Wie das passt? Ein bisschen heftiger drehen. Ja, kacke, okay. Jetzt müssten wir hier vor dem Raum stehen. Vor dem Untersuchungszimmer. Das war der Pausenraum. Wir brauchen die Nagelpistole oder irgendwas, ne? Wir haben nichts. Wir haben wirklich gar nichts. Wofür ich das Schloss wohl noch immer brauche? Das kann ich nämlich speichern. Okay, scheiße. Speicherfunktion begrenzt. Das Herz braucht bestimmt, naja, auf jeden Fall. Es ist ja das linke Herzstück, aber ich hab's ja nicht gefunden. Wir müssen jetzt alle Räume absuchen, aber ich habe noch gar keinen Bock jetzt in den Raum wieder zurück, wo das Vieh im Rollstuhl da rumrennt. Das hätte ich jetzt, das ist ziemlich mies. Aber... Naja, wir kommen uns immer näher. Ne? Ich habe jetzt ziemlich alles bald elektronisch öffnen. Das ist jetzt irgendwo hier. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt müssen wir hier Entbindungsstation. Wir kommen hier nicht drin. Treppe runter links braucht man einen Schlüssel oder sowas. Kann ich hier was machen? Was ist denn das in der Mitte? Ne? Das da sieht auch so...
Griff bewegt sich nicht. Über dem Schlüsselloch befinden sich Symbole. Über dem Schlüsselloch? Ne, unter dem Schlüsselloch. Das ist ja schon mal ein Rätsel nochmal, ne? Lass mal gucken, was haben wir denn? Ressourcen, Dokumente. Wir haben nicht wirklich was. Wir haben Aliens, Ägypter und Bienen. Die Zeit stand still, als meine zwei Engel vom Himmel fielen. Aliens, Ägypter und Bienen. Ne, ich will's untersuchen. Das ist ein ganz normales Nüsschen. Ein Nüsschen. Treppen runter war das komische Alien-Vieh. Versuchen wir es mal noch immer oben. Ich habe gar keinen Bock, ich will gar nicht runter. Ach scheiße. Ach scheiße, echt, muss ich da runter? Muss ich bei das Drecksvieh, ey. Also irgendwas habe ich hier, fehlt mir noch. Irgendwas mache ich falsch. 1602? Ah, du Mensch, bei diesem Schloss. Stimmt, wir haben doch vorhin Zeiten gesagt bekommen. Vielleicht passiert hier was. Gar keine schlechte Idee, Tino. Was haben wir noch? Wir wollten uns doch ein paar Sachen merken. Ah, ne, passiert nichts. Wir hatten noch ein bisschen was zu lesen gehabt. Dokumente. .23.34. Das ist doch, das triggert doch übelst die Zeit, ha? Probieren wir mal das aus. Passiert nichts. Unten sind noch Räume, wo ich nicht war. Oh nee, aber unten ist das Vieh, das mich verfolgt. Das war voll widerlich. Wo war denn das drin? Jetzt habe ich mich schon mit Überblick verloren.